Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich hier in Altenkunstadt begrüßen. Schön, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben. Mein Name ist Emmy Zollner. Ich darf Sie heute durch den Abend begleiten. Als erstes möchte ich sozusagen doch den Hausherrn begrüßen, Thorsten Schmidtke, der federführend hier für Sie diese Podiumsdiskussion organisiert hat, und darf uns ein Grußwort bitten. Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Melanie, lieber Bruder Alex, sehr geehrte Mediziner, Pflegepersonal und Mitarbeiter karitativer Dienste, liebe Parteifreunde, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Jungen Union heiße ich Sie hiermit recht herzlich in der Grundschulturnhalle der Gemeinde Altenkunstadt willkommen. Dem Gesundheitswesen gehen die Ärzte aus, Ärztemangel in der ländlichen Region. Unter diesem Leitthema steht die heutige Podiumsdiskussion. Auch der Landkreis Lichtenfels ist vom Ärztemangel nicht verschont geblieben. Zahlreiche Praxen schließen, den Bürgern stehen immer weniger Allgemeinärzte vor Ort zur Verfügung. Folge sind lange Wartezeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich in der gebotenen Kürze halten, weil ich glaube, auf der Welt ist mehr Zeit verloren gegangen durch Grußworte als durch Streiks. Wir sind die größte politische Jugendorganisation hier im Landkreis und haben rund 300 Mitglieder im Alter von 14 bis 35 Jahren. Wir sind flächendeckend vertrieben in nahezu jedem Ort und wir zeichnen uns aus durch verschiedenste Arten von Veranstaltungen. Im letzten Jahr hatten wir ganze 40 Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, beziehungsweise die wir selbst ausgerichtet haben. Es waren zum einen natürlich politische Veranstaltungen, aber auch gesellschaftliches Engagement. Beispielsweise hatten wir einen Informationsstand zum Thema Knochenmarkspende auf dem Lichtenfelser Marktplatz vor nicht allzu langer Zeit. Aber natürlich kommt auch das Gesellige nicht zu kurz. Ich möchte der Jungen Union gratulieren zu diesem Thema, dass sie sich des Themas angenommen hat, und freue mich über Sie alle. Das ist Gesundheitspolitik ja immer sperrig, ist ein schwieriges Thema, dass Sie dem alle Folge leisten, weil Sie, glaube ich, damit dokumentieren, dass Sie die Brisanz dieses Themas erkannt haben. Und es hat also äußerst viele verschiedene Facetten gemacht, genauso wie der Thorsten Schmidtke, und ich also stellvertretend die Glückwünsche und den Fehler sind die Jungen. Und die Frage, ob sie eigentlich in der Region bleiben, natürlich nicht nur eine Frage des Arbeitsplatzes, der steht im Mittelpunkt, aber auch die Frage, ist der ländliche Raum ärztlich angemessen versorgt? Wie weit habe ich es zum nächsten Facharzt? Wie sind wir klinikmäßig strukturiert? Da macht sich ja der Landkreis auf einen sehr guten Weg und auf einen sehr ambitionierten Weg. All das sind Fragen, die heute sicherlich noch ganz vertieft behandelt werden und wo wir gespannt sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Christian Meissner, sehr geehrter JU-Ortsvorsitzender Schmidtke, liebe Mitdiskutanten, sehr geehrter Kreisvorsitzender der Jungen Union, aber vor allem auch alle anderen Gäste, die heute hier dabei sind. Ich freue mich unwahrscheinlich, hier in Lichtenfels im Landkreis in Altenkunstadt. Alle Angestellten im Krankenhaus anschaut, sind es 80% Frauen, die dort arbeiten. Einerseits bei den Pflegeberufen, die Ärzte werden immer weiblicher, auch wenn man sich so anschaut, wer so in der Verwaltung mit dabei ist. Also so ein Krankenhaus hat eben auch und sollte, wenn es weiterhin attraktiv für seine Mitarbeiter sein sollte, eben verstärkt auf diese Familienfreundlichkeit zu achten. Jetzt darf ich um den Vortrag unseres Top-Managers, so darf ich ihn glaube ich nennen, den wir natürlich gerne nach Augsburg ausgeliehen haben, bitten. Der Vorstand des Zentralklinikums in Augsburg, Alexander Schmidtke. Vielen Dank für die Begrifflichkeit Top-Manager. Naja, so sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich so meinen Alltag sehe, dann habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich was noch mit Top-Management zu tun hat oder mit Krisenbewältigung. Aber das, glaube ich, gehört ja irgendwo zusammen. Zunächst mal möchte ich zu Beginn sagen, als wir vorhin hierher gefahren sind, habe ich natürlich gewisse Heimatgefühle. Und da glaube ich, das wird noch ein Thema werden. Ich meine, ich will jetzt an Stuttgart 21 erinnern, mit Demonstrationen. Aber wir haben zum Beispiel in Augsburg so ein Problem. Wir haben ein kleines Krankenhaus als Zentralklinikum. Frau Hummel weiß es, das Klinikum Hauenstetten. Da haben wir jetzt mal aus Qualitätsgründen die Allgemein- und Viszeralchirurgie verlegt.
dann ist dort maximal HNO und Dermatologie und Diabetologie. Da können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich darf unseren Herrn Dr. Schulten begrüßen und willkommen heißen bei uns und gleich fragen, wie sieht der Alltag eines Landarztes, so nenne ich es jetzt mal salopp, denn eigentlich aus? Wir gehen immer nur in die Praxis, setzen uns hin, gehen wieder, aber es ist doch noch viel mehr. Ja, also noch gehöre ich nicht zu der aussterbenden Spezies, aber man sieht, es ist ja auch in den beiden sehr guten Referaten auch dargestellt worden, gerade in den nächsten Jahren, und wenn ich von den nächsten Jahren rede, dann sind es die nächsten 5 bis 10 Jahre. Da wird es wirklich ein Problem werden. Und wie sieht es im Krankenhaus aus, Herr Dr. Greger? Wie kann man sich einen Ablauf von einem Mediziner im Krankenhaus vorstellen? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, was man für ein Fach vertritt. Ich sage mal, weil ich ja Chirurg bin, und das ist das Problem, wo wir, glaube ich, auch derzeit die meisten Defizite sehen, also die wenigsten Leute eigentlich rekrutieren können. Also ich selbst habe jetzt 4 freie Stellen über 3 Monate ertragen müssen bei 10er Besatzung, das heißt 40% fallen aus. Jetzt haben wir Gott sei Dank wieder aus dem russischen Raum ein paar Leute, die aber erfreulicherweise ganz gut Deutsch sprechen. Dann landet ganz offen hier eine, vielleicht da ein bisschen Psychiatrie, sondern du kommst zu uns und suchst dir aus, was du der Reihe nach machen willst, und damit kannst du dich mal irgendwo niederlassen, was ja auch einen Vorteil für uns hat, denn wer sich mal 5 Jahre lang irgendwo aufgehalten hat, vielleicht ein nettes Mädchen kennenlernen und, braucht man nicht weiterreden, dann gibt es eine das andere und zum Schluss möchte er ganz gerne im Landkreis bleiben. Das wäre schön, wenn es so funktioniert. Wir haben gehört, dass das ursprüngliche Hauptproblem, dass es zu lösen gilt, der hausärztliche Nachwuchs ist. Denn Hausärzte sind die einzigen, die fehlen. Von allen anderen haben wir genug. Und wir haben auch gehört, dass man versucht, die Rahmenbedingungen durch kleinere Kreise, in denen man Hausärzte niederlassen will, zu ändern, durch Assistentinnen wie Vera und so weiter und so weiter. Aber eine Frage ist nicht angeschnitten worden. Woher kommen eigentlich diese Hausärzte? Selbst wenn man die schönsten Rahmenbedingungen schafft, kann man keine herschaffen, die nicht da sind. Und jetzt stellt sich die Frage, warum haben wir eigentlich so wenige? Das kommt daher, wenn ein junger Mensch ausstudiert hat, dann überlegt er sich, zu welchem Facharzt lasse ich mich ausbilden? Und er hat die Wahl. Er hat die Wahl, ein Gebietsarzt zu werden, wie zum Beispiel Chirurg, der Chefarzt Dr. Greger, oder er kann Internist werden, Urologe oder sonst irgendwas. Dann lässt er sich in einer schönen Stadt nieder, hat einen Haufen Geräte, für die er viel Geld bekommt, wenn er Untersuchungen macht, und hat ein sorgenfreies Leben, weil um 5 Uhr nachmittags ist er spätestens fertig und Freitagmittag ist er auf dem Golfplatz. Und die sogenannte sprechende Medizin, die die Hausärzte machen, ist deshalb unattraktiv, weil sie sehr viel Arbeit beinhaltet und relativ wenig Geld. Ich sage wohlgemerkt relativ, denn wir Hausärzte, uns geht es gut, wenn wir uns vergleichen mit einem Arbeiter bei Schere und Frier, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja? Aber im Vergleich zu den Fachärzten ist es nicht so. Und deshalb hat der 60. Deutsche Ärztetag ja auch gesagt, die Apparatemedizin wird überbewertet, die sprechende Medizin wird unterbewertet, und das ist einer der Gründe, weshalb wir einfach keine Hausärzte haben. Und nun kam die Politik auf die Idee, wie können wir das ändern, und haben den Hausärzten die Möglichkeit gegeben, Verträge mit den Kassen abzuschließen, weil nämlich die kassenärztlichen Vereinigungen bis dato facharztdominiert waren. Und diese Möglichkeit wurde im Sozialgesetzbuch festgeschrieben. Und jetzt müssen wir hören, dass die große Politik diesen Paragraphen wieder streichen will. Deshalb hätte ich an meine Kollegin vom Staatssekretariat die Frage, wie steht nun Bayern zu diesem Paragraph und zum Hausarztverträgen?